Bereits zum dritten Mal fand am 19. Juni Deutschlands größte Hörspielmesse in Hamburg statt. Dieses Mal veranstaltete Lausch das beliebte Spektakel in der Markthalle. Tausende begeisterter und erwartungsvoller Hörspieler stürmten das Gelände, denn das Angebot und das Programm waren wieder sehr vielversprechend. Ein groß angelegter Verkaufsbereich war Anziehungspunkt für viele Besucher. Klar, denn bei den Messepreisen konnte man echte Schnäppchen ergattern. Jede Menge Verlage und Hörspiellabels präsentierten sich von ihrer besten Seite und boten ihre Neuerscheinungen an. Aber auch viele Sprecher und Schauspieler waren am Messetag anzutreffen. Von ambitionierten Newcomern bis zu den Profis aus Film und Fernsehen. Das angebotene Bühnenprogramm reichte von Live-Hörspielen bis zu diversen Lesungen. Unter anderem Larry Brandt, gelesen von Rainer Schmidt. Aber auch Wolfgang Barrow riss mit musikalischer Begleitung die Lauscher in den Bann des Hörbuchs. Stürmisch äußert sich seine Sehnsucht nach Rückkehr zur Natur. Genauso wie die anregenden Talkrunden. Gib den Indies eine Chance. Und Ich kann ohne Hörspiele nicht leben. Themen, die Hörspieler interessieren. Mit den bekannten Synchronstimmen diverser Hollywood-Schauspieler und engagierten Hörspielproduzenten. Aber man fand auch neue Stimmen auf der Messe. Im Hero-Skript-Wettbewerb wurden die Gewinnerskripte als Live-Hörspiel vorgetragen. Von Gwyneth Dimonier, Marie-Christine Nartusch, Detlef Tams, Sven Matthias und Gordon Piedesack. Gib acht, mein Kind! Halt! Hör ich das Mädchen! Ich befehle es! Mona schnappt sich die Kassette. Liebes Kind! Sprecher, die ehrgeizig ihr Ziel verfolgen. Aber woher kommt die Ambition zum Hörspielsprecher? Die Freude daran, einfach der Spaß daran, das zu tun und der Traum, der Lebenstraum, das beruflich zu machen. Das war die Motivation, die Hörspiele umzusetzen, weil ich damals dachte, okay, du bist irgendwie neu als Sprecher, keine Sau kennt dich, da machst du halt selber Hörspiele und sprichst halt selber auch noch irgendeine Rolle und dann mal gucken, was passiert. Und so ist es halt gekommen. Oh, ich habe schon ganz früh angefangen, vor ewigen Zeiten als Jugendlicher, da habe ich schon mit dem Kassettenrekorder Hörspiele gemacht. Dann ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten und vor ungefähr 10 Jahren, als ich mit dem Radio angefangen habe, haben wir so kleine Comedy-Sachen gemacht und aus diesen Comedy-Sachen sind dann auch langsam große Dinge geworden und dann plötzlich Hörspiele. Ich habe immer schon Hörspiele gehört, auch schon mit 3, mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen angefangen und später TKKG. Und wenn man als Fan dabei bleibt, dann lernt man dann auch die Leute kennen, auch so von den neuen Labels und so ist man dann langsam reingeschlittert. Die Technik ist inzwischen so einfach, dass die ganzen Hörspielfans jetzt selber Hörspielproduzenten sind. Das sind ja die meisten hier. Das ist ein sehr witziger Vorgang, muss ich sagen. Früher war das, also ich kenne weinende Tonmeister, die teure Mischpulte zu Hause haben, die kein Mensch mehr braucht, weil jeder kann das zu Hause machen inzwischen. Und das ist schon ein Wandel, der sehr einschneidend ist, auch für uns. Ich meine, ich nehme keine Dialoge mehr auf, sondern nummerierte Sätze. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja. Und sie geben fleißig Autogramme, wie die Profis. Profis wie Kai Meier, einer der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren. Ich bin mit Hörspielen aufgewachsen in den 70ern. Ich bin ja ein Kind der 70er. Das war ja damals so der erste große Hörspiel-Boom auf Schallplatten. Also die ganzen frühen Europa-Sachen, Maritim, was es da alles gab. Und ich mochte Hörspiele immer wahnsinnig gern. Das ist zum Teil auch eine nostalgische Geschichte wahrscheinlich. Und als ich in den 90ern angefangen habe, Bücher zu schreiben, hatte ich schon so den Wunsch, dass da vielleicht zumindest aus einigen mal Hörspiele werden. Also Geisterseher war zum Beispiel immer so ein Kandidat für mich, wo ich dachte, das wäre mal ein tolles Radiohörspiel. Auch die VIP-Gäste wissen noch genau, wie sie zum Hörspiel kamen. Also erstmal bin ich selber großer Hörspiel-Fan. Ich höre wahnsinnig gerne Hörspiele. Das hat schon bei mir in der Kindheit angefangen, eben mit den Europa-Hörspielen, Karl May und so weiter. Und ich bin dann irgendwann mal dazu gekommen, dass mich jemand fragte, ob ich nicht Lust hätte, auch zu sprechen. Und habe dann kleinere Rollen gesprochen und dann ist das immer mehr geworden. Und jetzt bin ich auch begeistert dabei, Hörspiele zu sprechen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also erstmal habe ich als Kind natürlich viel Hörspiele gehört und ich bin ja schon, dass ich Schauspieler werden will, das wusste ich schon mit 12 so ungefähr. Und komischerweise habe ich auch, wo andere Leute noch Schlager hörten, habe ich immer nur Literatur gehört. Ich habe Platten und Platten gehabt,
mit Schauspielern, die Gedichte lesen und so. Das hat mich immer viel mehr fasziniert als alles andere. Dann bin hierher gekommen, habe im Synchron angefangen und dann kamen halt die Rollen und damit kamen auch Angebote von den Firmen, von den Hörspielfirmen. Fing an mit Videospiele, Computerspiele und dann kamen die Hörspielfirmen. Dann rief der an und ist immer mehr geworden. Jetzt habe ich viele feste Rollen, das macht sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wann ich mit Sprechen angefangen habe. Keine Ahnung, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ja, aber eigentlich war es für mich der zwangsläufige Weg. Es macht irre Spaß und man kann da wunderbar viel reinlegen in die Stimme. Und so war für mich die logische Konsequenz, dann auch irgendwann mit Hörspielen und Hörbüchern anzufangen. Hast du alles schon gesprochen, was du gerne mal sprechen würdest? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal machen? Also es gibt jetzt keine speziellen Wünsche, die noch offen sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass noch alle möglichen Sachen, dass noch neue Sachen kommen, wo ich auch sage, hey, habe ich noch nicht gemacht. Zwergen, Gnome haben wir gesprochen, Außerirdische, Transvestiten hier in dem wunderbaren Almodovar-Film, hier diesen Transvestiten. Und jeder wollte seine Stimme zeigen, um mal so gut zu werden wie die Profis. Future Man, Man of the Future, so lautete das jährliche Highlight in diesem Jahr. Comedy vom Feinsten, nach einer Idee von Robert Schlunze. Ich nehme euch gefangen, weil... weil ich das so will. Und ihr, wer seid ihr? Ich bin Future Man! Er hat uns verraten, wie er zu seinen verrückten Ideen kommt. Also es gibt so eine Adresse im Internet und wenn man die anschreibt und sagt, ich brauche eine verrückte Idee, dann schicken die einem was. Nein, das war natürlich Quatsch. Weiß ich nicht. Ich komme auf Ideen und manchmal mache ich was draus, manchmal nicht. Ganz viele Ideen sind nicht verrückt, sondern nur blöd. Und an denen arbeite ich dann weiter. Die Stimme ist ganz einfach. Das ist ein verballhornter Hitler und damit erzielt man immer einen Lacher. Und ich bin immer für das ganz rudimentäre und basic und ich sage immer, wenn was funktioniert, warum soll ich es dann noch ändern? Und deswegen sind diese Stimmen immer lustig und wenn sie nicht lachen, werde ich sie zum Lachen vergattern. Und wer kennt es nicht? Darkside Park von Ivar Leon Menger. Eine packende Hörbuchserie mit mehreren Autoren. Wie bist du das Projekt angegangen? Nun ja, es gibt das Grundgeheimnis vom Darkside Park und jeder Autor, der dazu kam, hat dieses ist eingeweiht worden sozusagen, mit Blutstropfen zur Verschwiegenheit erklärt. Und, Mutproben. Ja, Mutproben mussten auch passieren. Würmer essen. Also unter den Uhren haben wir eigentlich alle so ein Branding. Nein, aber jeder Autor schreibt seine ganz eigene Folge. Also komplett in sein, wie er sie schreiben will. Es muss nur in das komplette Darkside-System reinpassen. Und untereinander das Verknüpfen natürlich ist noch ganz wichtig, dass alle Folgen miteinander zusammenpassen. Höhepunkt der Messe war die große Preisverleihung zum Hörspieler des Jahres. Preise gab es für Theresia Singer für ihr Schaffen als Verlegerin, Produzentin und Regisseurin. Konrad Halver für seine wegbereitende Arbeit für den kommerziellen Erfolg von Kinderhörspielen. Leonard Koppelmann für seine bahnbrechende Arbeit im Bereich Radiohörspiel. Sowie für Heike Dine Körting, die mit über 1500 Hörspielproduktionen zur Legende wurde, aber genauso wie Preisträger Bastian Pastewka leider nicht persönlich anwesend sein konnte. In einem riesigen Applausgewitter neigte sich die Hörspiel 2010 dem Ende zu. Eine Messe, die mit über 3000 Besuchern wieder den Erfolg des letzten Jahres erreichte. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden. Es war eine Messe, die wirklich sehr gut funktioniert hat, dank der guten Vorbereitung. Die Bühnen waren top in Schuss. Wir haben wirklich mit unseren Helfern die zwei wirklich randvoll mit Programmpunkten vollgepackten Bühnen sehr, sehr gut bewältigt. Ich glaube, es hat dem Publikum sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten ein paar Acts, die wirklich so knüppeldicke voll waren. Und mit einer Tausender Halle ist das, glaube ich, schon eine tolle Sache und eine große Leistung. Und ich denke, das war für alle, die da waren, eine richtig tolle Hörspielfesterei. Es war anstrengend und ich bin in erster Linie glücklich, dass es alles so gut funktioniert hat. Und jetzt brauchen wir erstmal ein paar Tage, um runterzukommen und dann sehen wir mal weiter. Planung für nächstes Jahr. Man darf gespannt sein auf die nächste Hörspielmesse 2011.